Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Ihr seht mich ein bisschen durch den Wind. Eigentlich bin ich fuchsteufelswild. So ein bisschen, man könnte sagen, angepisst. Ja? Weil ich einfach nicht glauben kann, wie wenig Leute, Männer an sich selbst glauben können. Ja? Ich habe gestern ein Video gedreht, euch gezeigt. Da ging es um Glauben. Ein Video, ich habe davor gelesen, aus Mental Survival, ja? Mental Survival, ich mache das Buch mal weg. Und da habe ich einen Kommentar reingekriegt von einem Mann. Nee, ich sattel das Pferd mal andersrum auf. Von einem Mann, der eben nicht glaubt, ja? Der glaubt, alles hinge nur an Tüne im Leben. Es geht um Angst. Wenn ich nämlich die Welt der Tüne verlasse, ja? Wenn ich keine Kohle mehr habe, dann hört das Leben auf und dann geht gar nichts mehr. Angst. Dieser Mann hat Angst vorm Leben, ja? Ich gehe raus in den Wald, wie kannst du nur? Wie kannst du rausgehen in den Wald? Das sind Zecken. Und die Zecken übertragen FSME, ja? Oder Gehirnhautentzündung oder was weiß ich, Tod und Teufel. Auf jeden Fall, geh nicht raus in den Wald, da gibt es Zecken. Die sind gefährlich, du kannst ums Leben kommen. Klar, logisch. Deswegen bleibe ich daheim hocken. Geh nicht in den Wald und esse Blaubeeren oder Preiselbeeren. Warum nicht? Fuchsbandwurm. Der Wald ist gefährlich. Am besten gehe ich gar nicht mehr aus dem Haus. Warum? Könnte mir ja der Mond auf den Kopf fallen. Mit so einem Mann hast du es dann zu tun. Leute, ja? Wo sind deine Eier geblieben? Wo sind deine Eier geblieben? Du lebst in einer Welt, in einem System, wo du dir sagst oder wo man dir eingetrichtert hast, du hast nichts gelernt und wenn du was gelernt hast, hast du einen Beruf und wenn du deinen Beruf nicht ständig, jeden Tag, 40, 50 Jahre lang ausübst, dann bist du am Arsch, dann bist du verratzt. Dann hast du keine Tüne mehr. Das ist systembedingt, mein Junge. Das ist genau so gewollt. Das ist genau so gewollt. Und jetzt hast du nicht mehr die Eier zu sagen, wenn ich jetzt raus will aus dem System, dann schaffe ich es trotzdem irgendwie. Ja? Sich abnabeln von System, das ist oftmals der richtige Weg. Wenn du 10, 20, 30, 40 Jahre lang auf die Arbeit gehst und dort einen Job machst, der dir keinen Spaß macht, dann lebst du knallhart an deinem Leben vorbei. Und wenn du 10, 20, 30, 40 Jahre lang etwas machst, wo du sagst, na eigentlich will ich das gar nicht machen. Ich muss es aber machen, weil ich sonst keine Tüne habe. Dann solltest du dir Fragen stellen, ist das mein Leben? Ist das das Leben, was ich wollte? Nee, du bist ein Sklave. Du bist abhängig vom System. Du machst dich abhängig von Tüne, Kohle, Pinke, ja, vom System. Das wollen die doch. Und es liegt an dir zu sagen, ich habe die Eier, um aus diesem System irgendwie rauszukommen, auszusteigen, mein Leben zu leben. Und das meine ich mit Glauben. Und wenn du das nicht schaffst, wenn du drin bleibst in deinem Hamsterrad, ewig und alle Zeiten, Leute, wie willst du dein Leben generieren? Wie willst du Freude am Leben haben? Wie kannst du dann sagen, ich bin in meiner männlichen Kraft, ich bin ein Mann und gleichzeitig sagen, ich führe so ein scheiß Leben. Ich führe so ein systematisches Leben. Ich führe das Leben, das andere für mich an meiner Stelle ausgesucht haben. Ja? Es kotzt mich an, dass dir die Eier fehlen, dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Das ist brutal. Das ist brutal scheiße, Junge. Ja? Ich erzähle dir mal eine Geschichte. Die betrifft mich. Das engagiert nur mich. Als ich 23 Jahre alt war, da hatte ich die Schnauze voll vom System. Ich bin abgehauen. Ich bin zur Fremdenlegion. Weißt du, was ich dabei hatte damals? 40 D-Mark. 40 Mark. Ein kleiner Rucksack. Und in dem Rucksack waren ein paar Dinge drin. Zahnpasta, eine Unterhose, Taschentuch, Handtuch und Stopp. Aus Ende Gelände und nicht mehr. Ja? Dabei hatte ich aber in meinem Kopf Eier, Bollocks, den Mumm zu sagen, ich will das, ich ziehe das durch.
Und wenn ich Bruchlandung mache, dann ist es eben so. Aber ich habe was gewagt. Es hat sich bezahlt gemacht. Ich habe es geschafft. Und so einen Anfang hatte ich in meinem Leben zweimal gemacht. Und ich habe es nie bereut. Es ging immer irgendwie geradeaus. Immer die Leiter hoch. Ich bin niemals runtergefallen. Ich bin immer die Leiter raufgefallen. Und das nicht, weil ich sehr viel Glück hatte oder irgendwelche Sponsoren, die mich hier tünemäßig unterstützt hätten. Nein, ich habe es geschafft und bin die Leiter raufgefallen, weil ich es wollte, weil ich ein Risiko eingegangen bin. Weil ich raus bin aus dieser ständigen Sicherheit, weg vom Hamsterrad, weg vom System. Ich wollte es schaffen alleine, durch meine Willenskraft. 40 Mark, mein Junge, ein kleinen Rucksack mit Souvenirs drin. Und ich habe es gepackt, ich habe es geschafft, ich marschierte mit meinem Kopf. Und das steht auch dir sehr gut. Ja, und dann hat mir dieser Mann noch geschrieben, so ungefähr folgendes, ich lese mal kurz vor, ohne Namensnennung, ja. Er würde ja gern fliehen aus diesem Hamsterrad, aber ich zum Beispiel mit meinem Glaubensvideo, mit dem Video, das ich gestern vorgestellt habe, auf Mental Survival Basis, ja, ich habe aus meinem Buch vorgelesen, ich würde knallhart an der Realität des Lebens vorbeireden. Man kann das nicht schaffen. Das ist hier, ich suche mal das Wort, das ist oder das wäre, ja, ich würde mich reinsteigern in romantische Heldenfloskeln. Denn zum Leben heute braucht man Tüne, um Tüne zu haben, braucht man einen Job und wenn man das nicht hat, aus die Maus, Ende Gelände. Und wenn man sich irgendwo auf dünnes Eis bewegt, bricht man ein und man ertrinkt. Nur kein Risiko eingehen. Ich kenne Menschen, die habe ich persönlich gesehen, hier in Nordschweden. Die haben Deutschland verlassen. Und weißt du, was die im Gepäck hatten? Die hatten 2 Kinder, ein Auto, 0 Rücklagen, nichts Erspartes. Die haben sich in Deutschland von heute auf morgen in ihren verdammten PKW reingesetzt, haben gesagt, tschüss, ich bin dann mal weg oder wir sind dann mal weg. Die sind hier angekommen und haben sich hier aus dem Nichts, bing, was aufgebaut. Und der große Motor an der Sache für diese Leute war, ich will, ich kann, ich werde. Die hatten Eier, die hatten Courage. Und die haben sich gesagt, wir können doch gar nichts mehr verlieren. Wir können doch nur gewinnen. Ja? Du kennst den Spruch von Mark Twain. Wir wussten nicht, dass es unmöglich war. Und deswegen haben wir es getan. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Und noch was zum Mitschreiben hinter deine Ohren. Du hast nur ein Leben. Möchtest du dein Leben in einem Ambiente leben, in einem Zustand, wo du immer nur an Geld denkst, immer nur an Sicherheit? Möchtest du ewig bis zu deinem Grab ein Leben führen, das dir nicht gefällt, das dir nicht mal gehört, das der Bank gehört? Es geht ja um Tüne, richtig? Oder möchtest du sagen, okay, ich möchte ein Risiko eingehen, irgendetwas zu machen, irgendetwas auf die Beine zu stellen, ja? Um etwas zu verwirklichen. Und wenn mein Kalkül aufgeht, wenn mein Mut belohnt wird, dann sind es meine Lorbeeren. Und wenn es schief geht, dann nehme ich das auf meine Kappe. Dann drehe ich mich links um oder rechts um, marschiere woanders hin und probiere das Gleiche nochmal mit solchen Bollocks erneut. Ja? Ich will dem Risiko begegnen, um hinterher bei Erfolg zu sagen, das ist mein Werk. Ja? That's the point. Aber wenn du immer nur denkst, dass du in deiner gesellschaftlichen Pflicht bleiben musst, einem Sklaven gleich, und dass alles nur abhängig ist in deinem Leben von Geld, von Finanzen, von Materialien, dann lebst du nicht dein Leben, sondern du lebst das Leben der anderen. Und du tust mir leid. Mitleid, mein Junge, ist das gröbste aller Gefühle, das ich haben wollte. Das will ich gar nicht. Die Menschen mögen mich hassen. Gerne, nehme ich an. Die Menschen können mich bekämpfen. Gerne, kämpfen kann ich auch. Ich habe Angst davor, dass Leute mit mir Mitleid haben. Mit dir im Augenblick habe ich Mitleid, weil du so wenig Eier hast wie ein Eichhörnchen. Nicht mehr. That's the point.
Und jetzt, entweder lebt dein kleines Leben weiter im System wie ein Sklave, hab Angst davor, Blaubeeren pflücken zu gehen im Wald, könnte ja ein Fuchsbandwurm sich angehängt haben, oder hab Angst davor, rauszugehen im Wald überall, könnten ja Zecken lauern, oder hab Angst rauszugehen überhaupt irgendwo aus deinem Haus, könnte dir ja der Mond auf den Kopf fallen, richtig? Aber überleg dir, ob du dich damit identifizieren möchtest. Ja? Ob du dich damit identifizieren möchtest. Ich möchte ein Leben voller Abenteuer. Ich möchte ein Leben voller Ungewissheiten. Ich möchte mir etwas schaffen mit meinen Händen. Wie gesagt, Risiko eingehen, dann die Lorbeeren einstreifen, wenn es klappt. Oder alles auf meine Kappe nehmen und sagen, mea culpa, hat nicht geklappt. Und dann werde ich darin bestärkt, dass ich etwas anderes unternehmen werde. Etwas, was klappt. Denn aus der Experience, aus der Erfahrung heraus, werde ich nie wieder die gleichen Fehler machen wie vorher. Ja? Es ist nicht das Schlimmste im Leben eines Mannes, etwas nicht zu schaffen und auf die Nase zu fallen. Das Schlimmste im Leben eines Mannes ist es, etwas nicht versucht zu haben, gar nicht auf die Beine gekommen zu sein und gar nicht sich erhoben zu haben, um den ersten Schritt zu machen. Und wenn er in die Unsicherheit führt, that's the point. Also wünsche ich dir, Kamerad, Bollocks, Eier, Le Couille, damit du rauskommst aus deinem Hamsterrad, raus aus deiner Versklavung, weg vom Denken, dass alles nur vom Geld abhängig ist. Ich wünsche dir, dass du den ersten Schritt machst in dein neues Leben. Trau dich, wag dich, marschier mit deinem Kopf. That's the point.